Moin Freunde und willkommen bei Fresh Poseidon Reviews zum Thema Gaming Booster und willkommen zur neuesten Episode auf meinem Kanal, heute wieder mit einem Holy Energy Video. Und zwar werden wir uns heute ein bisschen tropisches Feeling nach Hause holen, denn momentan ist schon wieder richtiges Sauwetter hier und was gibt es da Besseres als einen Tropical Tiger zu testen. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt auf den Geschmack, wie das Ganze sein wird. Bevor wir damit starten, allerdings zwei kleine Hinweise, und zwar der erste Hinweis auf mein letztes Video. Da ging es von Uber Respawn gleich um zwei Geschmacksrichtungen. Einmal die exotischen Früchte und einmal den Strawberry Kiwi. Wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt, schaut es euch auf jeden Fall gerne einmal an. Lohnt sich auf jeden Fall zu gucken. Und Hinweis Nummer zwei, wenn ihr noch kein Abonnent von diesem wunderbaren Kanal seid, wird es auf jeden Fall jetzt Zeit, meinen Kanal zu abonnieren. Denn es werden auf jeden Fall noch viele Reviews und Videos auf diesem Kanal folgen. Ich sage unter anderem nur, Summer Edition 22 steht auf jeden Fall nächste Woche an. Und wenn ihr das Video dazu sehen wollt, wie gesagt, gerne abonnieren, Glocke aktivieren, ganz wichtig, damit ihr mal angezeigt bekommt, wenn auf diesem Kanal ein neues Video hochgeladen wird. Und gerne freue ich mich auch über eure Kommentare, wenn ihr zum Beispiel was zum Tropical Tiger schreiben wollt oder wenn ihr einfach gerne irgendwas anderes loswerden wollt, gerne in die Kommentare hauen, auch gerne euer Wunsch, wenn ihr zum Beispiel einen Wunsch zu irgendeiner Marke habt oder eine bestimmte Sorte, wie gesagt, einfach in die Kommentare hauen und ich versuche dann auf jedes Kommentar zu antworten. Und gerne dürft ihr mir auch einen Daumen nach oben da lassen, damit ich weiß, dass euch das Video gefallen hat. Und jetzt können wir eigentlich auch schon starten. Heute wird es, wie gesagt, um den Kollegen hier gehen und zwar um den Tropical Tiger. Es wird also hoffentlich wild in dieser Folge. Denn Tiger sind ja auch wild. Ich bin eigentlich auch wild, aber ob der mich hier auch wild macht, das werden wir auf jeden Fall in dieser Folge rausfinden. Geschmacksrichtung ist Passionsfrucht Ananas. Auf jeden Fall eine interessante Kombination. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, weil Ananas ist eigentlich gar nicht so meine Frucht. Auf jeden Fall auch lustig, weil gestern habe ich ja ein Video hochgeladen zu den Uber Respawn und da ging es auch unter anderem mit um Ananas. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie das Ganze hier schmecken wird. Ich muss auch sagen, ich muss auf jeden Fall mir mal einen anderen Shaker besorgen, damit wir dann auch in Zukunft, wenn es dann wieder ein Holy-Video gibt, dann auch mal die verschiedenen Farben sehen können. Deswegen muss ich mir irgendwie einen neuen Shaker von Holy besorgen, der durchsichtig ist. Eigentlich möchte ich gar keine Shaker mehr haben, weil ich habe jetzt so viele Shaker hier stehen und ja, eigentlich brauche ich keinen, aber ihr kennt das ja, wenn man einmal mit der Sucht angefangen hat, dann ja, ist es schwer, wieder damit aufzuhören. Naja, auf jeden Fall geht es heute um den Holy. Ich muss dazu auch sagen, es ist mein letzter Holy-Geschmack, den ich momentan zur Verfügung habe. Danach habe ich leider alles durchprobiert von Holy. Was ich habe, den Lizard und die Xmas-Sorte, habe ich leider nicht. Deswegen müssen wir uns jetzt leider erstmal mit dem hier vergnügen. Und ja, sollte aber in Zukunft was Neues von Holy rauskommen, werde ich mich natürlich darum bemühen, dass wir auch diese Sorte auf diesem Kanal testen werden. Ganz wichtig zu Holy ist noch einmal zu sagen, falls ihr neu auf diesem Kanal seid und Holy noch nicht so kennt, es ist kein Zucker hier drin, kein Taurin hier drin, kein Bullshit, 100% natürliche Inhaltsstoffe und Farbstoffe oder Farben, also hier ist nichts Künstliches mit drin und 14 verschiedene Vitamine, welche das jetzt alles sind, das könnt ihr selber in Erfahrung bringen, das kann ich hier jetzt nicht alles aufzählen. Und ganz wichtig ist auch zu sagen, dass hier Newcuff mit drin ist, das ist ein mikroverkapseltes Koffein, welches dem Körper nach und nach zur Verfügung gestellt wird. Bedeutet also, ihr bekommt einen gleichmäßigen Push, ich glaube innerhalb von 4 Stunden war das, damit ihr halt keinen plötzlichen Leistungsabfall habt. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig, über Holy noch einmal zu sagen. Wir werden das Ganze jetzt schon erstmal aufmachen und shaken. Wasser habe ich hier schon drin, habe ich heute schon mal vorgesorgt. Und das ganze Tütchen einmal aufmachen, bis am besten von einem kleinen bisschen Entfernung, weil wenn man das aufmacht, dann, ich weiß nicht, ob man das jetzt gesehen hat, dann steigt immer so ein kleiner Rauch, so ein kleiner Qualm entgegen und wenn man den einatmet, dann muss man immer husten davon. Ich werde jetzt einmal dran riechen. Ja, riechen tut das schon so ein bisschen tropisch, aber so eindeutig eine Frucht rausriechen tue ich jetzt nicht. So, wir werden das Ganze jetzt einmal shaken. Und ganz wichtig ist noch zu sagen, nee, das erste Mal, jetzt habe ich gerade dieses, was ich meine, diesen Qualm eingeatmet. Und ganz wichtig ist auf jeden Fall einmal zu sagen, wenn ihr den ganzen Kram dann aufmacht, weil ihr zum Beispiel wie ich noch kohlensäurehaltiges Wasser oder was auch immer hinzufügen wollt und weiße Klümpchen seht, falls ihr es nicht wisst,
Es ist kein Rückstand vom Pulver oder so. Das ist dieses mikroverkapselte Koffein. So, schütteln das jetzt mal einmal kräftig durch. Habe ich meine Säte hier irgendwo stehen? Ich hoffe ja. Ansonsten muss ich das... Ja, hier. Und steht hier unten. So, einmal aufmachen. So, einmal noch kohlensäurehaltiges Wasser nachkippen. Ich mag es halt echt am liebsten mit kohlensäurehaltigem Wasser. Mir schmeckt das halt nicht mit Leitungswasser pur. Brauche halt immer so ein bisschen Kohlensäure noch dabei. So, jetzt machen wir den Deckel rauf. Auch richtig rauf. Weil sonst geht das alles nachher daneben. Dann haben wir die ganze Suppe auf dem Tisch. So, ich werde das Ganze jetzt einmal probieren. Vorher nochmal dran riechen. Ja, der Geruch ist jetzt gar nicht so intensiv. Ich würde sagen, man riecht eher die Passionsfrucht. Die Ananas riecht man jetzt noch nicht so doll raus. Aber wir werden jetzt einmal probieren. Also man schmeckt auf jeden Fall schon, dass es natürliche Inhaltsstoffe sind. Weil es halt nicht so diese künstliche Süße hat. Tatsächlich muss ich sagen, finde ich den hier geschmacklich gar nicht so intensiv wie die anderen Holi-Sorten, die ich probiert habe. Hat auch mehr was von einem Saft irgendwie. Finde ich so ein bisschen. Also man schmeckt auf jeden Fall die Passionsfrucht raus und auch die Ananas. Aber geschmacklich finde ich den hier tatsächlich von allen, die ich bisher probiert habe, auch jetzt von diesen vier, von dem Starter-Pack, die vier, finde ich den hier tatsächlich geschmacklich am schwächsten. Also er schmeckt mir trotzdem. Ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht ist. Ich finde halt nur rein vom Geschmack her, hat der den wenigsten Geschmack. Aber er schmeckt trotzdem gut. Also ich finde ihn doch trotzdem angenehm. Na doch, er ist gar nicht schlecht. Also er hat was. Dafür, dass Ananas überhaupt gar nicht meine Frucht ist, überhaupt gar nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Pizza esse und da ist Ananas drauf, oh ne, da komme ich einfach nicht drauf klar. Weil diese ganze... Der ganze Saft von Ananas, der ja da nun mal drin ist, sich komplett über die ganze Pizza verteilt und du die ganze Zeit das Gefühl hast, du isst irgendwie nur Ananas. Aber er schmeckt auf jeden Fall gut. Man schmeckt beide Früchte raus. Er ist sehr fruchtig, schmeckt auch sehr exotisch, sehr tropisch. Finde ich auf jeden Fall gut. Wir hatten ja im letzten Video schon exotische Früchte, sag ich mal. Jetzt schon wieder. Und es ist natürlich ein Unterschied zum, ne, also man... Ich will jetzt hier keinen Vergleich ziehen, weil es halt zwei verschiedene Marken sind, aber trotzdem ist es erstaunlich, wie unterschiedlich das Ganze schmecken kann. Und ich finde ihn wirklich gar nicht schlecht. Ah doch, auf jeden Fall. Also ich finde, von den vier Sorten hat der den wenigsten Geschmack. Trotzdem gut. Ich würde dem Ganzen hier eine 7 geben. Also ich finde, den Tropical Tiger kann man auf jeden Fall trinken. Passenden Shaker dazu haben wir auch mit dem Text hier. Ich glaube, der steht auch auf dem Dings hier mit drauf. Auf dem, ja, steht auch auf hier. Ich weiß nicht, ob man das hier noch sehen kann. Da ist so ein kleiner Text. Da steht das halt auch mit drauf, was hier drauf steht. Ganz wichtig. Ganz wichtig. So, ich werde jetzt nochmal ein Schlückchen hier gönnen. Ja. Also, ich finde den nicht schlecht. Aber ich finde halt ein bisschen, der hätte ruhig ein bisschen mehr Geschmack haben können hier. Ein bisschen mehr Geschmack wäre schon ganz geil gewesen. Trotzdem aber ganz angenehm. Ich finde es halt gut, dass jetzt hier keine Frucht so extrem dominiert. Weder die Passionsfrucht noch die Ananas. Weil die Ananas ja schon eigentlich eine sehr intensive Frucht ist. Wie ich das Beispiel schon mit der Pizza genannt habe. Das Problem haben wir hier jetzt nicht, was ich Gott sei Dank sagen muss. Ja, ich finde den eigentlich nicht schlecht. Also ich würde ihm hier, wie gesagt, eine 7 geben. Und mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Wie gesagt, geschmacklich absolut in Ordnung. Man schmeckt die Passionsfrucht raus, schmeckt die Ananas raus. Ja, soweit in Ordnung. Test bestanden.
Ja, wie gesagt, ein abschließendes Fazit zu Holi werde ich auf jeden Fall noch raushauen. Da werde ich noch ein extra Video dazu machen. Und sollte es in naher Zukunft von Holi Neusorten geben, werde ich mich natürlich darum bemühen, diese Sorten auch zu organisieren. Vielleicht als Dose, als Probe, keine Ahnung, kommt halt drauf an, was für ein Geschmack rauskommen wird. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, war es das jetzt erstmal soweit von Holi. Leider Gottes, ich bin tatsächlich ein bisschen traurig, weil ich doch sagen muss, dass Holi mir relativ gut gefällt. Und ich doch sehr positiv überrascht bin. Und ja, das war es soweit von meiner Seite aus zu diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gerne dürft ihr mir einen Daumen nach oben geben, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Noch ein kleiner Hinweis. Ich weiß noch nicht genau, ob ich jetzt eine kleine minimale Pause mache, bis die Summer Edition bei mir ankommt. Vielleicht mache ich vorher noch ein Video, ich weiß es noch nicht. Lasst euch auf jeden Fall überraschen. Es liegt halt auch daran, wie schnell wird der Versand jetzt eingeleitet. Und wie gesagt, erscheint am Montag. Ich werde es auch gleich Montag bestellen. Und mit Glück ist es Mittwoch schon da, vielleicht auch noch nicht. Falls nicht, werde ich auf jeden Fall noch ein Video machen. Und falls Mittwoch da ist, vielleicht keins. Ich weiß noch nicht. Ich werde es auf jeden Fall mal schauen. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, gerne den Daumen nach oben geben. Und ich bin auf jeden Fall raus an dieser Stelle. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Haut rein. Peace.